Ich möchte Journalistin sein und ich sehe sehr positive, gute Zukunft. Hauptsache, ich habe meine Pressefreiheit, Redefreiheit. Ich bin Shami Haq, 24 Jahre alt. Ich bin eine Bloggerin aus Bangladesch. Seit 3 Jahren bin ich in Deutschland. Ich musste nach Deutschland kommen, weil ich hatte keine andere Wahl. Die Situation war sehr schwierig in Bangladesch. 5 Freunde von mir wurden schon getötet. Du schreibst etwas gegen die Religion oder Regierung, Polizei nehmen fest. Also es gibt keine Pressefreiheit, Meinungsfreiheit. Und deswegen musste ich einfach ins Exil gehen. Mein Name ist Gemma Pürzgen, ich bin freie Journalistin in Berlin und bin im Vorstand von Reporter ohne Grenzen. Als Reporter ohne Grenzen dokumentieren wir Presserechtsverstöße in aller Welt. Wir setzen uns ein für Kollegen, die in Haft sind. Das heißt, wir engagieren Anwälte, wir beobachten Gerichtsverfahren, wir helfen Kollegen, ihr Land zu verlassen, wenn sie in ihren Ländern unter Druck geraten. Als ich in Bangladesch war und wusste, dass ich kann nicht dort bleiben, ich habe mit Reporter ohne Grenzen kontaktiert. Sie haben einen Brief geschrieben an Botschaft in Bangladesch und ich habe so schnell innerhalb 7 Tage Visum bekommen. Wir finanzieren unsere Arbeit dank Spenden, aber auch weil wir viele Mitglieder haben, die Beiträge zahlen jeden Monat. Und eben auch das Fotobuch trägt dazu bei, dass wir unsere Arbeit machen können. Das Tolle ist, dass da viele Kollegen mitarbeiten. Einmal Fotografen, die uns ihre Bilder kostenlos zur Verfügung stellen, Autoren, die für uns ehrenamtlich Texte schreiben und wir über diesen Verkauf des Fotobuchs eben auch einen wichtigen Erlös erzielen können. Bei der Auswahl der Fotos zeigen wir eben auch Bilder aus Krisengebieten, so eben zum Beispiel auch sehr eindrucksvolle Fotos aus Kabul, die zeigen, dass die Lage in Afghanistan keineswegs befriedet ist, sondern ein Alltag des Krieges immer noch vorherrscht. Ich selbst habe die französische Kriegsreporterin Véronique de Vigery getroffen. Das ist eine sehr eindrucksvolle Kollegin, die uns Fotos zur Verfügung gestellt hat aus dem Jemen, einem völlig vergessenen Konflikt, von dem es uns wichtig ist, zu dokumentieren, was dort geschieht. Ich würde gerne nach Bangladesch zurückkehren. Ich habe viele Pläne in Bangladesch, was ich machen kann. Aber es ist ein Problem, dass ich kann nicht vielleicht in die Zukunft nach Bangladesch. Ich habe meine Pressefreiheit, Redefreiheit in Deutschland, was ich nicht in Bangladesch habe. Hier kann ich das benutzen, was ich denke. Macht mit bei Start Next. Mit eurer Spende helft ihr uns, einen Teil der Druckkosten zu finanzieren und dieses Buch zu verwirklichen.